So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Normandie. Präsidium, ist das hier? Das ist Andockbucht. Wunderbar. Es werden Feiern geplant für den Tag, an dem sich das Ende der Rachni-Kriege jährt. Viele Ratswelten, insbesondere die Kolonien der Asari und Salarianer, werden Siegesparaden abhalten, um dem Triumph über die einfallenden Rachni zu gedenken. Als erstaunliches Schuldeingeständnis haben mehrere Asari-Kolonien Kroganer eingeladen, um sie für die Siege, die erhobene Kroganer ermöglicht haben, zu ehren. Ja, ist doch nett. Ne, Rex? Ne, wie hieß du nochmal? Warte auf Rex. Ja, wunderbar. Und dann kommen wir jetzt endlich los. Ich glaube, wir haben jetzt alles hier gemacht. Wenn ich was verpasst habe, dann ist es schade. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Du bist nicht ganz drin, mein Freund. Ach. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Nein, hat er nicht mehr. Gut, dann gucken wir mal, wo wir jetzt hinfliegen. Ja, Citadel. Funktioniert denn die Gebietskarte? Okay. Aha. Widow. Dann nochmal raus und aha. Okay, noch einmal ist komplett raus. Okay, verstehe. Okay, Hawkin, wir könnten auch die Nebenquest machen. Was ist denn hier? Hier ist nur eine Sache. Dann fliegen wir dahin. Wir haben ja eine Nebenquest und ich glaube, dort haben wir tatsächlich noch was zu tun. Und da werden wir einfach weggeschleudert. Da kommt eine Nachricht, Commander. Welche Überraschung! Die Allianz braucht sie erneut. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Wir haben eine Mission für Sie. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken-Ether-Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor 3 Tagen haben wir 2 Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Das bedeutet immer Ärger. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker? Ja. Aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hat er sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Das können wir nicht zulassen. Worüber wollten diese Allianz-Abgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben.
Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Sie haben mit ihm gedient. Vielleicht hört er auf Sie. Aber er hat bereits 2 Allianz-Abgesandte getötet. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Okay. Was sind das denn jetzt hier genau? Wir haben diese verschiedenen Planeten. Lichtmetallvorkommen entdeckt. Bei Scans dieses Planeten haben sie ein größeres Vorkommen Kobalt entdeckt. Schön. Das ist der Mond von Klinda. Diese kalte, unwirtliche Welt hat nur eine sehr dünne Atmosphäre. Da können wir landen, das wollen wir noch nicht. Den können wir kurz erkunden. Beim Scan des Planeten Terraform haben sie einen winzigen Mond entdeckt, ein paar seltsame Signale empfangen. Techniker Adams hat ein paar weitere Scans durchgeführt und eine Rettungskapsel entdeckt. Ihr Bergungsteam wurde zur Untersuchung in der Kapsel ausgesendet und fand ein Medaillon des Salarianerordens. Okay. Okay. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir hier landen, weil hier ist unsere Aufgabe. Wunderbar. Ich nehme tatsächlich mal Tali wieder mit. Und mein Sniper. Das, naja. Naja, bestätigen. Und da werden wir rausgeworfen. Tja, so einfach kann man seine Autos loswerden. Biotheker-Lager. Anomalie. In die Richtung ist die Anomalie. Komplett falsch. In die Richtung. Ich weiß nicht. Okay, wir fahren mal dahin. Dahin will ich, okay. Was ist denn das X dort? Wir gucken mal kurz hier über dem Berg. Ja, wir können springen. Okay, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Hier ist aber auch nichts, oder bin ich blöd? Ein Dreschlund! Was mache ich hier? Ja. Letzten Spielstand laden. das Fahrzeug lässt sich blöd steuern. Das machen wir ein anderes Mal. Nein, das machen wir jetzt nochmal. Ich will... Das kriegen wir doch hin. Okay, wir haben ein MG und wir haben Rockets, I guess. Die Steuerung ist etwas seltsam, aber das sollten wir hinkriegen. Wir müssen ja nur auf Abstand bleiben. Oh mein Gott. Wieso fliegst du auch? Okay, er kommt her.
Oh mein Gott, da hatte ich jetzt Frame Drops. Wir ich fahre immer in die Richtung, wo ich hingucke. Das ist natürlich scheiße. Und wir sind kaputt. Okay, okay. Machen wir. Gehen wir zurück. Okay, ich. Okay, es ist scheiße, die Steuerung. Machen wir erstmal das andere. Gucken wir uns die Sachen an. Also. Ich hatte auch voll die harten Frame-Drops. Ich verstehe nicht warum. Ja, ich gucke immer dahin, wo ich baller. Wenn ich. Was ist, wenn ich dagegen steuere? Auch. Ehrlich gesagt, das ist ein blödes System, dass man da hinguckt, wo man hinzielt, dahin fährt. Komm schon. Das war dumm. Oh, hoppla. Oh, wir haben einen Boost. Das hätte ich vielleicht vorher gucken müssen. Wieso sieht der Weg so viel einladender aus, als den ich hier gerade fahre? Diese Ansammlung von provisorischen Manufakturhütten wirkt eher unorganisiert. Ein paar Makro-Spuren über... Okay. Nein. Okay, das hier. Achso, verlassenes Minenlager, okay. Ja, dann fahren wir mal hier hoch. Komm. Wir können sogar speichern, das heißt, wir könnten uns sogar nachher nochmal mit dem Vieh anlegen. Also theoretisch sollten wir es kaputt kriegen. Spricht ja absolut nichts dagegen, aber oh mein Gott, kriegt das auf der Reihe. Außer mal schlechtes Gunplay und Movement. Oh shit. Oh shit. Noch mehr holy shit. Oh. Ach, wir können es auf der Stelle drehen, das ist ja wunderbar. Und runter da. Oh lol, wir können aufsteigen. Das wusste ich nicht. Turanische Begrabung unter dem Sender haben sie ein Stück Metall, wahrscheinlich von einem sehr alten Frachter gefunden. Das Metallstück war mit Insignien der Macedin Außenposten gekennzeichnet. Gehen Sie vor. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Was war dein Problem, Tali? Ah, Bergungsschiff. Ah. Die Vorderfront des Mako ist durch den Aufprall zerstört. Einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschiffer tot sind. Noch immer rieseln in der fast vakuumähnlichen Atmosphäre lautlos die Trümmerteile durch die Reifenspuren. Ach, das ist auch so ein Teil, was wir hier haben. Okay. Okay. Ich weiß immer noch nicht, welche Taste ich gerade benutzt habe zum Aussteigen. Au.
Ah, das ist immer so teuer. Selbst bei kleinen Schäden. Okay, merke ich mir. Und wir haben keinen Boost in der Zeit. Mein Gott. Abgestürzte Sonde. Elektronikfertigkeit zu gering. Weißt du was? Starte manuelles Squad schließen. Holy crap. Alles nehmen. Gut, und dann kommen wir jetzt ja zum Biotika-Lager. Was frisst denn so ein Tier oder so ein Lebewesen, was hier auf dem Mond lebt? Es wirkt ziemlich einsam und alleine dadurch. Oh nein, nicht runterfallen. Ah, komm, hier kommen wir hoch. Nee, yeah, komm. Perfekt. Was mache ich da wieder? Wieso habe ich Leertaste gedrückt? No, 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 no. Ich weiß, warum man das Teil theoretisch aus dem zweiten Teil dann später entfernt hat. Komm, komm, komm. Ja, kletter darüber. Eigentlich kommen wir hier unten lang oder hier an der, immerhin an der Bergseite. Also ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass das noch existierte im zweiten Teil. Kuckuck! Da kommen wir rein, okay. Was ist das da? Rohstoffe? Gold! Los geht's! Haben wir wirklich nur dieses eine Minigame? Sie haben Gold gesichert. Gut. Gut, das heißt, hier müssen wir jetzt rein. Okay. Bevor wir das machen, ich will mal ganz kurz die Ausrüstung abchecken. Du solltest ein besseres Sturmgewehr. Du bist eigentlich unser. Okay. Habe ich eine Rüstung für dich? Absolutely not. Du kriegst ein Tali. So was? Nimm die? Und die. So, schnell gespeichert und... Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Keil will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Keil mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Keil reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Keil will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Okay, gucken wir uns kurz hier um. Aha.
Schwermensch. Wunderbar. Ich finde für euch auch nochmal was Neues zum Anziehen. Ihr greift mich nicht an? Wir können der Allianz nicht trauen. Nee. Das könnt ihr nicht, aber ich bin vorsichtig und tue euch nichts. Sieht viel größer aus, als das von außen der Schein hat. Oh. Die anderen Männer von der Allianz haben versucht, Vater Kyle zu töten. Das ist ja grausam. Ich bin hier. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, wir gucken uns noch mal ein bisschen um, bevor wir mit Vater Kyle reden. Ich bin der Letzte, der zu Free Loot Nein sagen würde. Gut. Sieht aber in Ordnung aus, wir sollten einfach jetzt nach oben gehen. Ich weiß noch, bei meinem ersten Playthrough habe ich mich hier durchgeballert. Aber bevor wir es jetzt machen... Wir haben keine Punkte mehr, das heißt, wir müssen hoffen, dass wir genug Punkte haben zum Überzeugen oder so. Da hat man hier hinten auch noch was versteckt. Nein. Könntest du? Danke. Medigel. Das hier ist schon mal falsch. War der doch da unten? Okay, hier ist er schon mal nicht. Wir sind umsonst nach oben gelaufen. Die Allianz will uns vernichten. Das hat uns Vater Kyle gesagt. Ja, er hat vielleicht keine Ahnung. Okay. Er war doch hier in dem Raum? Warte, was ist das denn? 1 von 13, okay. Achso, wir müssen ihn finden. Nur weil wir Biotiker sind, heißt das noch lange nicht, dass man uns nicht fair behandeln muss. Die anderen Männer von der Allianz haben... Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Wo ist dein Vater Kyle? Alle sehen uns an. Vater Kyle sagt, Biotiker können sich hier sicher fühlen. Ja, aber hier zu leben ist doch für'n Arsch. Das ist ja einfach nur ein riesiger Lagerraum. Hä, übersehe ich hier irgendwas essentiell Wichtiges? Ist mein Vater Kyle einfach nicht existent? Vater Kyle sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir können der Allianz nicht trauen. Ja, ich bin einfach nur ein Retard. Wir müssen hier gar nicht rein. Hätte ich vielleicht auch besser zuhören sollen, gehen sie ins andere Gebäude. Ja, das ist gemeint. Damit hätte ich rechnen können. Na, mach auf. Okay, im Bunker. Ihr seid hinter mir? Danke.
Noch mehr von denen. Vater Kai sagt, andere Menschen haben Angst vor uns, weil sie wissen, dass wir besser sind. Ach Gott. Ah ja, hier dran kann ich mich erinnern. Hier habe ich mich auch mal durchgeballert. Waren hier nicht noch Loot-Sachen? Ja, wir gucken uns auf jeden Fall um. Alles, was wir looten können, versuchen wir mitzunehmen. Hallo. Ich muss aufpassen, wenn ich nur einmal baller, ich nehme mal an, dann werden die uns angreifen. Ich glaube kaum, dass das hier so ist, dass wir dauerhaft friedlich sind. Deswegen, ich habe meine Hand auch nicht auf der Maus, damit ich, also nicht auf der Maustaste, damit ich wirklich wenig aus Versehen vielleicht ziele. Oh mein Gott. Zwei Wege. Okay, das sieht schon mehr aus wie der richtig gute Schlafort. Das warst du drin, glaube ich, aber nee, doch nicht. Gefällt mir. Dann sollten wir mal hier rüber gehen. Wo sind meine Begleiter? Habe ich verloren, okay. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Sie haben Ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen Ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für Ihre Sünden büßen müssen? Nein, das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Bitte. Ich wollte nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Ihr Pilot kann Major Kyle von einer Allianz-Kommandopatrouille abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Wir sollten zur Normandie zurückkehren und die Allianz über Kyles Aufgabe unterrichten. Sie werden sicherlich ein Schiff entsenden wollen, um ihn gefangen zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, was ich tue. Aber so vergießen wir kein Blut und ich nehme an, er muss es wirklich Ihnen erklären. Was ist das hier für eine Art? Was ist das hier eigentlich? Frage ich mich gerade. Da lang, okay. Wenn er nicht mitkommt, dann müssen wir nochmal wiederkommen. Okay, da ist unser Auto. Eigentlich können wir uns abholen lassen. Ich glaube nicht, dass wir uns noch mit dem Dings anlegen wollen. Ich weiß nicht, ob der wirklich was bringen würde. Notfalls können wir wiederkommen. Erstmal zurück zur Normandie. Notfalls kommt man einfach wieder. So. Mmh.
Wer ist denn Hackett? Wer ist denn nochmal Major Hackett? Joker? Commander, etwa noch eine Frage? Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht... Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echt... Ich muss gehen. Bis dann. Das sollten wir nicht machen. Wir sind nicht gerade irgendwo angedockt. Wesley? Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Jawohl, Sir. Na egal, gehen wir erstmal wieder hier ins Terminal. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Meinen Glückwunsch. Wir sind immerhin ein Spectre. Gut, das hätten wir jetzt auch. Andere Planeten sagen wir nichts. Was ist denn hier im Exodus-Cluster? Utopia. Asgard. Ja. Kann man das überspringen? Ne, ich glaube, das sind einfach nur die Ladebalken. Ach du heilige Scheiße. Okay. Eden Prime. Okay, und dann haben wir Nirvana. Gut, hier haben wir also schon mal gar nichts. Aber hier. Oh, ist das hell. Ich weiß, den Balken hatten wir eben schon mal. Loki! Boah, ist die Maus hier teilweise schnell. Vier Millionen leben hier immerhin. Das ist eine Menge für eine Kolonie. Okay, und was ist jetzt hier? Also wir können hier auf... Da ist ein Technikteam, das wir finden müssen. Auf einem Asteroiden, okay. Dann versuchen wir unser Glück. Ah, mein Rücken tut weh. Das ist nicht schön. Status. Sensoren erfassen drei Fusionsantriebe auf Asteroid X57. What? Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu drosseln. Hallo? Ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Schalten Sie die Fusion. Werden wir alle sterben? What the fuck? Gott, ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. Will ich wissen, was hinter uns ist? Ich werde wieder sterben, oder? Fusionsantrieb, Funkturm, Fusionsantrieb. Okay, gucken wir mal hier oben hin.
Oh, das Geräusch laut. Oh. Logik Arrest 2. Nehmen wir einfach mal mit. Körper von G. Mendel. Dieses Opfer wurde brutal verprügelt und dann aus nächster Nähe von einem Pistolenschuss in den Hinterkopf getötet. Vermutlich hat er sich ergeben, wurde dann von seinen sadistischen Verfolgern exekutiert. Ja. Ich vermute, wir hätten auch in die anderen Sachen rein können. Letzter Eintrag, Forschungsstation 3, protokolliert von Techniker G. Mendel. Der zentrale Funkturm ist wieder mal defekt, nie hört mal jemand auf meine Warnung bezüglich einzelner Fehlerquellen. Ich bin überrascht, dass unsere Oberflächenkommunikation überhaupt funktioniert. Wenn Slice auftaucht, um mich abzulösen, werde ich mal sehen, ob ich die alte Lady wieder flott bekomme. Hat er leider nicht hinbekommen. Und runter, yay. Oder auch nicht so yay. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das kaputt kriegen, die Antriebe. Können wir nicht einfach draufballern? Hoppla. Nein, falsche Taste. Was ist denn da? Irgendwas ist hier feindlich. Oh, super. Eine bessere Fahrzeugsteuerung wäre was Geiles. Was? Na komm. Okay, komm her, letzter Turm. Komm! Perfekt. Wer kommt auf die Idee denn, bitteschön? Na, es ist weiter oben, da fahren wir jetzt noch nicht hin. Erstmal zum Fragezeichen. Oh, ist das laut hier. Was ein Antrieb. Ja. Und zum Teufel ist das Fragezeichen. Willst du mich verarschen? Da oben? Oh mein Gott. Was ein Krampf. Tadi! Moin! In dem Computer sind lauter Operationsprotokolle und persönliche Aufzeichnungen für einen kleinen Piratensender gespeichert, der von X57-Ingenieuren betrieben wurde. Dazu gehören auch Skripte diverser Werbenachrichten, die scheinbar alle noch nicht aufgenommen worden sind. Radio X57 auf diesen Felsen auf Sendung seit 2182. Wenn ihr ihre Welt hohl vorkommt, helfen wir ihnen nach den Sternen zu greifen. Nur für die Harten. Ja, letzte beste Hoffnung auf Rock innerhalb der nächsten... Wow. Wow. Gut, wenn man nichts Besseres zu tun hat, dann denkt man sich natürlich so ein kleines Radio-Stuff aus wahrscheinlich. Oh mein Gott, das könnte nach hinten losgehen. Doch nicht. Das Teil kriegt so geilen Grip, aber teilweise wieder. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier rein. Nein, bleibt gerade.
Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ich glaube, hier sind ja noch Leute am Leben. Ah. Der zumindest leider nicht mehr. Batarianer. Harak, check, check. Keine Ahnung. Welche Waffe benutzt sie? Keine Ahnung. Was haben wir hier? Gegenmaßnahme eingeleitet. Stell mal wurde getroffen. Ich habe gerade keine Ahnung, was die Schnelltaste dafür ist. Perfekt. Nein, komm her. Nein, renn doch nicht weg. Okay, Shotgun ist schon geil. Was? Was ist dein Problem? Kiste mit Granaten, okay. Nehmen wir einfach erstmal alles mit, können wir später verkaufen. Die hatten hier sogar Autos. Ja gut, das ist ja eine Bergbaukolonie gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, sie bräuchten ja solche Fahrzeuge hier. Wir gucken oben nochmal nach, aber... Tali, was ist falsch mit dir? So. Kommandoraum nehme ich mal an. Oh. Aber was mache ich denn hier? Boah, ey, die Steuerung ist aber auch irgendwie hakelig. Nur Menschenstuff, okay. No, not again! Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Wer sind Sie? Was ist hier los? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit Ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Wir sollen uns beeilen. Schade, wenn die sterben müssen. Ja, Batarianer. Ah, mag ich nicht. Bedeuten meistens Ärger.
Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Sie können doch nicht einfach auf alles schießen, was sich bewegt. Was zum Henker stimmt mit Ihnen nicht? Tut mir leid. Ich dachte, Sie wären einer von denen. Überlassen Sie das Kämpfen von jetzt an mir. Commander Shepard vom Allianzmilitär. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Überall Batarianer und ich muss alle 3 Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batarianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Ich habe einen Ihrer Leute gefunden. Er hat es nicht geschafft. Verstehe. Gut. Vielleicht sind die anderen beiden noch da draußen. Man weiß ja nie. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batarianer haben sie als Geiseln. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batarianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Was kann schlimmstenfalls passieren? Wir können den Asteroiden nicht aufhalten. Können wir dann jedenfalls die Kolonie evakuieren? Shepard, es hat 30 Jahre gebraucht, die Bevölkerungszahl diese Größe erreichen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass sie ein paar Leute in abgelegene Gebiete bringen können. Aber sie werden es nie und nimmer schaffen, mehr als einige Tausend von dem Planeten wegzubringen. Wir haben einfach nicht genug Schiffe. Niemand hat das. Gut, vielleicht die Quarianer. Aber ich bezweifle, dass sie spontan auftauchen und uns ihre Hilfe anbieten. Warum sollte das Ding hier überhaupt bewegt werden? Ursprünglich sollte der Asteroid in die Umlaufbahn von Terra Nova geschleppt und dann vermint werden, sodass letztendlich das Grundgerüst für eine Raumstation entsteht. Diese Vorgehensweise ist um einiges günstiger, als von der Planetenoberfläche alles in den Orbit zu schaffen. Die gewonnenen Mineralien decken sogar fast die Kosten. Was können Sie mir über Kate sagen? Messerscharfer Verstand und unglaublich mutig. Ich hoffe, sie bleibt in ihrem Versteck. Wenn die sie finden. Katie, mach keine Dummheiten. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batarianer zurückkommen und sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Gut. Dann hauen wir ab. Und gucke nach den anderen. Also wir hauen nicht komplett ab, aber erstmal wieder raus. Komm, Panzer, Panzer, Panzer. Ab zum Funkturm. Oder auch nicht. Fahren wir erstmal da lang. Vielleicht hier? Hm.
Könnte klappen. Okay, das sieht gut aus. Ah. Perfekt. Oh, das Teil läuft ja heiß, so wie es aussieht. Datenlinks zwischen dem Funkturm und diversen Forschungsstationen wurde wiederhergestellt. Die Standorte der Forschungsstationen werden jetzt auf der Karte angezeigt. Da waren wir. Dann... Das ist vermint, so wie es aussieht. Wir gehen jetzt erst ein nächstes zu der anderen Forschungsstation. Oh shit. Und dann gucken wir mal weiter. Erstmal die andere Forschungsstation, danach den Rest. Alles okay, Kleine. Wir kommen und retten dich. Achso, wir können ja... markieren, das vergesse ich auch die ganze Zeit. Nicht so schräg, komm. Na... Komm schon. Oh mein Gott, davor hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, hier. Nee. Sieht leider auch tot aus. Turiana! Perfekt! Ha, jetzt habe ich sie natürlich nicht dabei. Ah, oh Gott. Ah, scheiße. Hier spricht Dr. Heims. Sie haben mich gefunden. Verdammte Batterianer! Ich kann sie umherstreifen hören. Sie versuchen, einen Weg hier reinzufinden. Es klingt, als wollten sie was an der Tür anbringen. Sollte ich es nicht schaffen, richtig? Diese Leiche weist diverse Verbrennungen auf und zeigt Anzeichen eines schweren Schädel-Hirntraumas. Glücklicherweise hat die Explosion sie auf der Stelle getötet. Ah. Das ist ganz schön grausam, sowas zu machen. Gut, als nächstes wollen wir nach da. Na, aber gut. Ich werde keine Gnade mit Ihnen dafür haben. So einfach ist das. Ja, die sind ja eh nicht gut auf Menschen zu sprechen. Ich glaube, die haben ja den Krieg gegen die Menschen verloren. Und haben sich dann irgendwie von der... vom Galaktischen Rat und der Zitadelle irgendwie so ein bisschen im Stich gefühlt gelassen. Sind das die Minen? Ich gehe auch gleich zu Fuß weiter. Du bist aber noch nicht kaputt.
kaputt. Nein, nicht zu Normandy. Fuck. Ich habe gar keine Deckung gehabt. Das hat mich... Oh, wo ist der letzte Spielstand? Ah. Das ist ein Joke, oder?